Da! Check 1, 2. Ihr Lieben, ich bin Kevin von Runners Flow. Heute kein Laufvideo, sondern ein bisschen, nennen wir es Real Talk, persönlicher Stuff über mich. Ich habe auch keine Laufklamotte an, sondern ich sitze bei mir im Office, im Homeoffice. Hinter mir seht ihr meine Planwände, was so abgeht bei mir irgendwie in nächster Zeit. Und ich will heute mit euch sprechen darüber, wie ich Runners Flow gegründet habe, wie ich mich Schritt für Schritt selbstständig gemacht habe, was dabei alles schief gegangen ist, welche Selbstzweifel ich hatte, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, ja, und quasi so einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben. Und ich mache mir ja immer so ja, Skripte sozusagen, wenn ich meine Videos drehe. Also ich schreibe mir vorher auf, was ich sagen will. Das habe ich für dieses Video auch getan, um so einen groben Fahrplan zu haben. Ich will aber so ein bisschen frei von der Leber quatschen, was mir gerade so in den Sinn kommt, weil im Moment eine Phase von einem großen, von einem starken Umbruch für mich ist. Warum, erzähle ich gleich. Und ja, um mal so ein bisschen mehr in das Thema reinzukommen, wie hat das alles überhaupt angefangen bei mir und wie war denn so der zeitliche Ablauf? Also, ich habe ein Studium abgeschlossen 2013, habe dann meinen ersten Job angefangen in einer Firma, wo mir meine Chefin dermaßen auf den Sack gegangen ist. Also das kann man wirklich nicht freundlicher sagen. Und da kam bei mir so der erste Gedanke auf von, ja, irgendwie hast du keinen Bock, dir ständig von jemandem sagen zu lassen, wie du etwas regeln sollst, wie du etwas machen sollst. Sondern ich hatte so viele eigene gute Ideen und in einem Angestelltenverhältnis hat mir eigentlich immer so, ja, nicht komplett, aber ein großer Teil der Freiheit gefehlt. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Selbstständigkeit auseinanderzusetzen und was da so aufkam. 2015, 2016 war, oder da war das auch schon relativ groß, das Thema, ja, wie kann man denn ein Online-Business aufziehen, was kann man denn da so machen? So, dann habe ich mir ein bisschen Lektüre dazu geholt und bin gestoßen auf Smart Business Concepts, Link packe ich dir hier drunter, von Ehrenfried und Brigitte Konter-Gromberg. Bei denen habe ich ein Seminar gemacht, wo es darum geht, solo zu arbeiten, seine erste Geschäftsidee zu entwickeln, worauf es überhaupt ankommt, was wichtig ist. So, und nach diesem Seminar war ich dann wirklich so voller Euphorie, voll Motivation, dass ich gesagt habe, so, jetzt gründe ich ein Unternehmen. Unternehmen gründen eigentlich relativ einfach, will ich sagen. Also ich hatte ja mein ganz normales Angestelltenverhältnis noch und dann gehst du zum Gewerbeamt, dann zahlst du, glaube ich, 30 Euro oder was und dann meldest du dein Kleingewerbe an. Ja, und schwupps hatte ich das. Und hatte die erste Geschäftsidee geboren, ich wollte einen Laufshirt machen, wo mir jemand ein Bild von sich beim Laufen schickt und was dann als Illustration vorne auf das Shirt draufgedruckt wird. Soweit die Idee. So, jetzt bin ich selber kein guter Zeichner, habe mir also überlegt, wow, ich nehme da jemanden, der das zeichnet, habe das Ganze getestet und ja, dann am Ende festgestellt, dass es alles kläglich in die Hose gegangen, weil das an diversen Stellen gescheitert ist. Also am Ende hätte das Shirt, keine Ahnung, 60, 70, 80 Euro kosten sollen oder was. Kauft natürlich kein Schwein. Und ja, das war so mein erstes Learning, mein erstes Scheitern. Während das passiert ist, habe ich auch schrittweise immer meinen Blog aufgebaut. Also ich habe Blogartikel übers Laufen geschrieben und dann festgestellt, oh, die Leute, die interessiert das ja irgendwie. Ihr lest das, du liest das und habe dann immer mehr Artikel übers Laufen verfasst. So, was mir in den Sinn kam, nicht unbedingt, was die Leute immer lesen wollten. Da waren auch mal so Freestyle-Berichte bei von irgendeinem Wettkampf, wo ich gelaufen bin und so weiter. Und habe aber dann gemerkt, dass ja,
das gelesen wird, dass das angenommen wird. Und ja, so habe ich das eben dann Stück für Stück ausgebaut. Mittlerweile hatte ich dann meinen Angestelltenjob gewechselt. Also ich war dann in einer anderen Firma, wo ich deutlich glücklicher war, beziehungsweise jetzt auch immer noch bin. Wirklich ein guter Arbeitgeber, alles solide, alles toll. Aber in mir schlummerte halt immer noch, bei mir schlummerte die Idee, dass ich mich damit selbstständig machen will. So, jetzt brauchst du dazu, um es ganz salopp zu sagen, eine Menge Eier. Das Ganze nebenberuflich laufen zu lassen, ich hatte mein Einkommen ganz normal vom Angestelltenverhältnis und da konnte ich Runner's Flow eben schön nebenher laufen lassen. Hab dann aber festgestellt, irgendwie habe ich viel zu wenig Zeit dafür, das aufzuziehen und bin dann immer morgens ganz früh aufgestanden. Also ich bin teilweise um 4.30 Uhr aufgestanden morgens, habe bis ungefähr 6 Uhr an neuen Projekten gearbeitet, an ersten digitalen Produkten, die ich angefangen habe zu entwickeln. Und das Ganze war, relativ zeitintensiv. Und ich bin dann nach dem Aufstehen, nach anderthalb Stunden Arbeiten morgens dann zur normalen Arbeit gegangen. Dann habe ich noch mein Training gemacht, also mein Lauftraining. Ja, um schwupps war der Tag schon wieder rum. Und das habe ich gemacht über einen Zeitraum von, lass das mal 2 Jahre gewesen sein ungefähr. Und ganz ehrlich, das schlaucht. Das haut richtig rein. Ich habe selten die 9 Uhr Marke abends erlebt, also 21 Uhr. Meine Freunde haben mich schon immer verarscht und gesagt, ist 9:30. Jetzt liegt der Kevin ja schon schön im Bett und schläft. Ne? Habe ich tatsächlich gemacht. Und aber immer mit dem Hintergrund oder mit dem Ziel, irgendwann möchte ich damit selbstständig sein. Dann habe ich mein Angestelltenverhältnis runtergeschraubt auf Teilzeit. Ich bin gegangen von 37,5 Stunden auf 32, sodass ich den Montag komplett frei hatte. Das ist jetzt aktuell immer noch so. Und mit einer kleinen Besonderheit, die ich gleich am Ende erzähle. Und ich habe mir schon, bevor ich auf diese Selbstständigkeit hingearbeitet habe, eine schöne Visualisierung, einen schönen Zettel gemacht, den ich mir geschrieben habe, und zwar den hier. Einfach mal kurz durchlesen. Mein Ziel war es, im September 2019 komplett selbstständig zu sein und eine Summe X zu verdienen. In dem Fall 1.500 Euro war mein Ziel. Interessanterweise ist das bei meinen Zielsetzungen irgendwie immer so, dass das, was ich erreichen möchte, sich ein bisschen nach hinten raus verzögert. Jetzt ist es nicht September 2019 geworden und jetzt kommen wir zum Kern des Videos, sondern September 2020. Denn ich habe mein Angestelltenverhältnis gekündigt und es hat einfach so krass viel Überwindung gekostet. Ich habe mehrere Gespräche dann geführt und das war einfach ein Riesenschritt für mich, das anzugehen, mich das zu trauen. Und ich habe irgendwie gedacht, dass danach so eine Riesenlast von mir abfällt. Also das hat man ja dann oft, wenn man den entscheidenden Schritt in eine Richtung geht und sich dann endlich das traut, wovon man schon so lange träumt, aber wo auch so viel dranhängt, dass dann so eine Riesenlast von einem abfällt, hatte ich irgendwie gar nicht. Also ich habe die Kündigung abgeschickt oder abgegeben und bei mir tat sich einfach gar nichts. Und ich habe schon gedacht, irgendwie müsste ich jetzt hier nicht die totale Freiheit und das totale Glücksgefühl empfinden. War irgendwie nicht so. Und ja, jetzt stehe ich eben vor einer Situation, wo ich mich zu 100% meinem eigenen Business widmen kann, wo ich zu 100% dafür arbeiten kann, aber dann eben auch gezwungen bin, damit Geld zu verdienen. Und das ist eben auch so ein Ding, wo ein großes Stück Selbstzweifel mitschwingt. Ne? Also ich sag mal,
Ich habe eine Freundin und eine Tochter, die ist relativ jung, die ist jetzt 10 Monate alt. Wenn du das Video guckst, ist sie wahrscheinlich schon 11 Monate alt, weil ich immer so ein bisschen im Voraus produziere. Und ja, da überlegt man sich dann schon, oder da überlege ich mir dann schon, puh, was ist, wenn das alles irgendwie nicht klappt? So, ich habe mich getraut, den Schritt zu gehen, zu kündigen. Aber irgendwo im Hinterkopf schlummern dann natürlich auch noch gewisse Selbstzweifel. Und ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe die nicht. Ich glaube, ich bin ein sehr positiver Mensch, der immer nach vorne guckt, der das versucht, das Beste aus Situationen rauszuholen. Aber schwierig bleibt es allemal. Was will ich dir mit diesem Video auf den Weg geben? Also wenn du in einer ähnlichen Situation stehst, und das hast du mit Sicherheit zwischen den Zeilen jetzt gelesen, gibt es immer den einen Punkt, an dem man ist, wo es dann quasi aufs Ganze geht, wo man sich entscheiden muss und wo es dann eine große Überwindung kostet, den zu gehen. Aber ich glaube, danach wenden sich die Dinge einfach zum Guten. Es geht im Leben oft darum, sich zu trauen und nicht Dinge vor einem herzuschieben. Und ja, das ist so ein bisschen so die Quintessenz oder das Fazit, kann man sagen, das ich bisher aus der ganzen Sache gezogen habe. Ihr könnt euch also in den nächsten Monaten, und du kannst dich auch in den nächsten Monaten auf eine Menge Änderungen bei mir einstellen, also allein was meinen Content und so weiter angeht. Ich habe so viele krasse und geile Ideen für neue Online-Produkte, für guten Content, den ich für euch machen möchte. Und gibt ja immer so schön, ich habe das früher gehasst, diesen Spruch, Content is King. Das hat irgendwie so die ganze Marketingwelt geschrien, aber so ist es ja letztendlich. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ja einen kleinen Denkanstoß geben, einen Einblick in das, was bei mir im Moment so abgeht. Und ja, Rock'n'Roll, danke fürs Zuschauen. Und wenn du vielleicht in einer ähnlichen Situation steckst oder gesteckt hast, kommentiere gerne hier drunter, wenn du ein paar Tipps brauchst, was Aufbau von Business und so weiter angeht. Ich bin natürlich nicht der da allwissend ist und super Spezi, aber durch meine Erfahrungen, die ich jetzt in den letzten Jahren gesammelt habe, kann ich dir mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp mit in die Hand geben. Und yes, Rock'n'Roll.